Verstehe. So, da sind wir schon. Ich bin endlich fertig mit meinen ganzen Einstellungen und hoffe, dass das jetzt auch reibungslos klappen wird. Genau, dann kann die Musik schon mal kurz weg. Für unser, der du bist in der Tasse, der heiligt werde deine Bohne, dein Rüstgard komme, dein Brühvorgang geschehe, wie im Kaffee, so auch zu Hause. Unser tägliches Koffein gib uns heute und vergib uns unsere Sucht, so auch wir vergeben den Senseo-Trinkern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Tee, denn dein ist der Geschmack, das Aroma und das Koffein, in Ewigkeit.
Arabica. Gone, guter Mann, guter Mann. Ja, genau, also Headphone-Users jetzt kurz nicht hinhören, weil wenn ich Abenteuer auf dem Reiterhof starte, ist es erstmal super laut. Ich versuche es dann gleich wieder zu korrigieren. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Jo, Sekunde. Muss da gleich mal hin. Das ich natürlich nicht gemerkt. So. Ich weiß auch echt nicht, warum das so sein muss jedes Mal. Oh. Scooby-Doo, wie gesagt. Lexis Nimerik existiert, soweit ich weiß, nicht mehr. Aber wer weiß. Ja. War ein spannender Tag heute. Hat alles länger gedauert, als ich dachte. Ich hätte ja gestern gesagt, dass ich eigentlich am frühen Nachmittag anfangen will. Aber irgendwie, ja, ist daraus einfach mal gar nichts geworden. Aber es ist nicht schlimm. Ach, Sekunde, ich muss doch nochmal. Muss doch nochmal hier ran. Oh Gott. Ich weiß, ich weiß. Das hat immer das Problem bei diesen Games, die halt irgendwie so klein. So kleine Auflösung haben. Die, reagieren immer gleich so angeranzt. Wenn man die zumacht. Ach so, machst du das. Okay, jetzt verstehe ich langsam, was los ist. Okay, egal. Dann nehmen wir das hin. Wo ist denn meine Maus? Da ist sie. Hier ist meine Maus, genau. Also hier muss ich leider immer noch... Es ist früher Nachmittag, nur ein bisschen wenig später. Ja, genau. Genau, also hier muss ich ja nach wie vor mega aufpassen, dass ich hier nicht aus dem Game rausrutsche. Und ich habe ein bisschen wieder mit den Texturen gespielt. Ich habe sie noch mal ein bisschen überarbeitet. Unser Pommes hat jetzt so ein bisschen eine Strawberry Rowan, so heißt diese Farbgebung, dieser Farbschlag. Strawberry Rowan Situation. Finde ich ganz nice und ich habe auch jetzt eine andere Jacke an und coolere Hosen vermutlich. I don't know. Ja, aber wir sind in Woche 2. Pommes sieht brillant aus. Ja, weiß ich nicht. Ich spiele gerne viel mit Texturen. Ich hab da meine helle Freude dran. Ja, und ich werde auf jeden Fall eines Tages noch einen Weg finden, wie wir Abenteuer auf dem Reiterhof 4, also den Vorgänger von diesem Titel, spielen können. Weil das ist tatsächlich echt relevant für euch. Weil dort einige Charaktere vorkommen, die ja hier jetzt auch schon drin sind und die lernt man dann erstmal so richtig kennen. Und genau, das stört mich hier massiv. Sorry, ich muss hier nochmal raus. Das stört mich massiv. Ich muss das sehen. Ich weiß, es wird noch zusammenbrechen, wenn ich das zu oft mache. Das ist wahrscheinlich auch schon passiert. Aber ich würde halt einfach gerne, dass es nicht... Es macht es trotzdem immer wieder, du Elendiges. Wie mache ich denn das am besten? Wie habe ich das denn das letzte Mal gemacht? Blöd. Warum musst du mir meine Fenster verschieben? Warum musst du das machen? Elendiges. Na, und wenn nicht. Ja, aber das macht ja noch weniger Sinn. Ich muss auf jeden Fall das da sehen. Das heißt, ich muss dich jetzt bis da hinten hinschieben. Okay, dann tauscht er jetzt einfach die Plätze. Die tauscht jetzt einfach die Plätze. So sieht's aus. Okay, du gehst jetzt. Ja, da machst du ja noch weniger Sinn. Entschuldigung. Auf die Seite. Hallo? Wie es einfach nicht reagiert. Ey, wirklich, OBS ist manchmal so grenzdebil. Gott, komm schon. Sei doch nicht so. Himmel, Herrgott. Was ist denn dein Problem? Du sollst da rein, bitte.
Alter, ich glaub's nicht. Ich will einfach nur den Chat hier wieder reinkriegen. Und der tut so, als wär's grundsätzlich nicht möglich. Oh mein Gott. Oh, bitteschön, komm schon. Kann's doch nicht sein. Jetzt komm doch hier einfach. Dann geh halt. Dann geh und komm nicht wieder. Bitteschön. Von mir aus dann ebenso. OBS ist einfach nicht so gut, wie es sein sollte mittlerweile. Jetzt eigentlich lang genug am Markt, um solche Fehler eigentlich nicht mehr haben zu dürfen. Schlimm. So, jetzt hoffen wir mal, dass es jetzt klappt. Nein, immer noch nicht. Alter, wo soll ich das denn hinschieben? Warum schiebst du mir das Fenster eigentlich so riesig? Das kann doch nicht wahr sein. Kann ich dich... Muss ich mein ganzes OBS verschieben, damit es hinhaut. Was für ein Stress. Das ist doch eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich haben wollte. Oh Mann. Okay. So, jetzt aber. Okay, jetzt kann er das Fenster hinschieben, wo er will. Ich sehe auf jeden Fall alles, was wichtig ist. So, okay. Wir haben's, Kinder, wir haben's. Ja, die Technik mobbt mich mehr als der Chat, das stimmt. Puh. So, okay. Geschafft ist geschafft. Genau. Wir sind in der zweiten Woche. Und schauen jetzt, wie es weitergeht. Ich glaube, wir hatten... Ja, genau. Die ersten beiden Tage haben wir schon. Ich trinke mal einen Schluck. Okay. Genau, wir sind jetzt am Mittwoch. Und jetzt geht's quasi erstmal darum, dass wir... Vor allem jetzt hat er ja... Will er mich eigentlich rollen? Ah. Okay, nevermind. Jetzt ist er dahinter. So, jetzt ist es genauso, wie es vorher war. Und jetzt sollte das... Naja, egal. Wäre das ganz anders gelaufen. Ich sag's ja, ey. So. Ich muss mal unsere Charakteristika anschauen. Genau, mit Dressur waren wir schon fertig. Das heißt, wir müssen jetzt noch springen und querfeldein machen. Wenn wir uns da gut anstellen, dann sollten wir auch nicht... Ich glaube, ich muss nochmal die Einstellungen irgendwie finden. Ich muss ja leider. Anders komme ich ja nicht in die Einstellung. Oh, das macht hier effektiv mal gar nichts. So, der übernimmt es erst, wenn... Passt auf, der übernimmt es erst. So, das sollte jetzt aber besser sein. Ah ja, okay. Hoffen wir es einfach. Nee, jetzt ist es zu leise. Oh mein Gott. Ich will durch. Chat-Test Nummer 2 oder so. Ich sehe den Chat, das ist schon mal gut. Was ich meinte ist, ich habe ja in OBS, kann ich ja mir auch den Chat anzeigen lassen. Ich habe den jetzt aber sowieso schon seit einiger Zeit immer bei Twitch offen im Stream Manager. Weil ich das sehr viel angenehmer finde, weil alles irgendwie größer ist. Und da sehe ich euch auf jeden Fall. So. Genau, und in OBS habe ich es jetzt einfach entfernt. Das war mir zu blöd. Okay, also springen. Dann brauchen wir zweimal querfeldein. Das könnte reichen, wenn wir uns nicht blöd anstellen. Bibliothek haben wir schon gemacht. Gemeinschaftsraum haben wir einmal. Genau, das müsste ja eigentlich...
Ja, Stallpflege machen wir nicht. Also wir versuchen zumindest davon zu kommen, ohne das machen zu müssen. Ach so, ja stimmt, wir haben ja jetzt einen Fohlen. Das ist aber schon erledigt, genau. Das heißt, danach können wir eigentlich direkt wieder in den Gemeinschaftsraum gehen. Das sollte eigentlich reichen. Das ist ein guter Tag. Ein guter Tag. So. Okay. Jetzt muss ich erstmal wieder überlegen. Okay. Ja, guckt euch das mal an, Pommes. Sieht ein bisschen, dass es aber gerade aus der Hölle entstiegen ist, aber why not, ne? Why not? Ist auf jeden Fall sehr, sehr rot, sehr goldig. Und ja, ganz nice. Und theoretisch ist das Grau von dem Original-Pommes ja auch mit drin, irgendwie. So. Nein, verkackt. Ich wollte uns gerade loben. Zu früh gefreut, ey. Einmal verkackt, aber sollte trotzdem reichen. Ja, definitiv. Kein Problem. Alles gut. Okay, dann geht's direkt weiter mit Querfeld ein. Spiel ist auf jeden Fall am entspanntesten. Ich habe vor, je nachdem, wie weit wir halt kommen, dann halt auch im Laufe des Abends irgendwann nochmal zu switchen zu Pokémon. Da müssen wir aber einfach mal gucken, wie ja, wie es so läuft und wie wir Lust haben. Ich habe auf jeden Fall vor, wieder bis nach Mitternacht zu machen. Also ich würde so Pi mal Daumen 1 Uhr morgens angepeilt. Dass ihr mal einen groben Fahrplan habt. Ach ja, diese wunderschönen flackernden Texturen in der Ferne. Wunderschön. Tatsächlich, ich weiß es halt nicht, aber ich habe das bei keinem anderen Spiel jemals gemacht, dass ich halt mich so mit den Texturen auseinandergesetzt habe, damit ich da halt alles ändern kann, wie ich es will. Weil, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das bei anderen Spielen auch so gang und gäbe ist, dass es so dermaßen simpel ist, dort an die Texturen ranzukommen und die zu verändern. Aber... ist auf jeden keine Fall. Panik, hast gewonnen. Ich habe sogar noch ein paar mehr Sachen geändert und ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Das werden wir nachher sehen. Ich schlafe jetzt schon fast ein, weil mein Nachbar mich um 5.30 Uhr geweckt hatte. Holy shit, 5.30 Uhr, was ist da los? An einem Samstag, das ist echt mies. Press, hallo! Alter. Das geht hier echt lang, aber wir haben es gleich geschafft und dann geht's nochmal. Ist auch schon ein bisschen Screen-Tearing hier. Ist richtig großartig einfach. Jo. Sehr schön. Jo, sehr gut, sehr gut. Okadoka. Okay. Ja, nee, also wir. Können natürlich auch weniger lange machen, aber bis Mitternacht auf jeden Fall. Und dann schauen wir einfach mal. Also mach dir keinen Kopf, Miles. Wenn du müde bist, dann geh bitte auf jeden Fall ins Bettchen. Ich werde schon zurechtkommen mit den merkwürdigen Bots, die hier gegen latschen.
Holz zu sägen. Darf der das überhaupt? Hat er schon um 7 damit angefangen? Ja, toll. Ja, du sollst ja nicht nur durchhalten. Außerdem. Ah! Holy shit, holy shit! Heute Abend gibt es Fleisch. Hilfe! Ich hab nicht die richtige Waffe. Wir sehen uns. Ah, Le Chat, vielen, vielen Dank. Le Chat, vielen Dank für dein Raid. Herzlich willkommen, herzlich willkommen. Ich bin völlig, völlig fertig mit der Welt. Le Chat, wieso ich? Was ist los? Was habt ihr gemacht? Ich habe jetzt einen schönen Stream bisher. Was habt ihr gespielt? Habt ihr gerade mal 20 Minuten drin? Habt ihr gerade meine technischen Schwierigkeiten halbwegs geregelt und jetzt geht's hier direkt los? Aber vielen, vielen lieben Dank und herzlich willkommen, liebe Raider! Diese flackernde Textur da hinten ist einfach nur wunderschön. Damals, da war die Welt noch in Ordnung. Hui. Müssen wir mal gucken, ob wir durch das Verkacken das jetzt trotzdem noch schaffen, aber ich denke mal schon. Wie waren wir ja jetzt beim ersten Durchgang? Echt verdammt gut. Bildschirm hat auch einfach gar keinen Bock auf die merkwürdige Framerate, die das Ding hier hat. So Screen-Tearing ab und zu. Aber ich bin da ja schmerzlos, ne? Oh, habt ihr gesehen, wie die Landschaft aufgepoppt ist? Wunderschön. Auch mal Farbwünsche geben für unser Pommes, unseren strammen Hengst. Dann kann ich immer schauen, dass ich vielleicht beim nächsten Mal was mache. Das ist gar kein Problem. Dann haben wir nämlich immer Abwechslung. Und dann alles ein bisschen aufhübschen. Wobei, ich finde schon, dass der gerade ziemlich cool aussieht. Gemeinschaftsraum, jetzt können wir uns wieder eine coole Geschichte anhören. Hallo, da bin ich und höre dich endlich. Ich musste gerade alles umbauen. Ja, ey, fühle ich, absolut. Der Chef, ey, ich musste hier auch irgendwie... Man muss ja immer alles umbauen, aber ich brauche immer eine Ewigkeit, bis ich fertig bin nach dem Stream. Das ist immer eine halbe, dreiviertel Stunde, bis ich irgendwie mich anständig mit anderen Dingen befassen kann. Ja, hier seht ihr mein Outfit, ja, mein Logo ist hier hinten drauf und Gaming for Animal 8. Ich habe einfach mal beides draufgeballert. Eine coolere Hose, ja. Das ist ja jetzt auch, ich glaube, das ist auch jetzt total modern. Diese Jeans und dann halt, weiß ich nicht, habe ich so ein bisschen Dip-Dye darin. Mhm. Ja, da habe ich einen Button. Ich will übrigens wirklich solche Buttons haben, ne? Wo so mein Profil... Bildchen drauf ist und dann halt überall die goldenen Sakura-Blütchen. Ich würde diese Jacke würde ich echt gerne haben, ehrlich gesagt. Ich finde die schon ganz schön fesch. Kann man echt nicht anders sagen. Also ich wünschte wirklich, jedes Spiel würde einem erlauben, so leicht auf die Texturen zuzugreifen und die mit Photoshop zu bearbeiten. Das ist einfach, das ist ein Fest jedes Mal. So, wir haben ja hier mit der Guten geredet und sie hat uns ja gesagt, dass sie als sie auf die Militärschule gekommen ist, etwas ganz Wichtiges bemerkt hat. Und Flora, unsere Heldin hier, die hat dann einfach knallhart gesagt, haha, ja, dass dir Tarnfarben stehen, huhu. Und das fand sie dann nicht so lustig. Und deswegen hoffen wir, dass sie jetzt wieder mit uns redet. Bei mir geht es alles schnell mit Aufbau und Abbau. Aber die Programme auf meinem PC ärgern mich nach dem Stream immer. Ja, ich habe zurzeit auch irgendwie Beef mit OBS, ich weiß auch nicht. Also eigentlich haben wir uns immer gut verstanden, aber zurzeit ist schwierig. Hm. Bist du mir noch böse? Erzählst du weiter? Seht ihr das? Das habe ich gemacht. Da bin ich zu sehen. Ja, also... Und ich mache auch Emotes dabei. Also es gibt ja 4 oder 5 Bilder. Ich habe mich da einfach hingeballert. Knallhart. Ist das cool oder ist das cool? Also ich bin jedenfalls... Ich finde es richtig cool.
Das Einzige, was ich nicht mehr ändern konnte, ist halt Zuni richtig zu schreiben. Weil es wird ja eigentlich mit Zuni, mein Spitzname, nur mit Z geschrieben und nicht ZS, wie Tsuneko dann eben. Aber ja, YOLO, ne? Hm. Ich weiß nicht, ob ich mich dir wirklich anvertrauen soll. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Viel Spaß im Lag! Wieso nicht zwei Windows-Nutzer einrichten? Einen mit dem Stream-Zeug und einen für Privates. Hm. Naja, weil unterm Strich, früher war das anders. Früher bei Windows XP, da war das tatsächlich so, dass wenn du einen neuen Benutzer eingerichtet hast, dass du dann wirklich dein komplett eigenes Profil hattest mit deinem eigenen Programm und pipapo. Wenn du jetzt einen weiteren Benutzer einrichtest, dann ist da trotzdem der gleiche Scheiß drauf, den du halt auch so hier hast. Also, ich weiß nicht, was es soll. Es ist halt nur ein anderer Nutzer quasi, der kann halt nur einer, kann Admin sein. Und du hast dann halt Nutzer auf dem Profil, aber der sieht ja trotzdem alles, was du auch hast. Also es ist total dumm. Und ich weiß nicht genau, was es soll. Ich weiß, dass das irgendwie auch anders geht. Weil ich kenne das ja von der Arbeit. Da haben wir ja auch alle irgendwie ein eigenes Profil. Aber da siehst du nur deine eigenen Dinge. Naja, I don't know. Du kannst auch Programme für den einen Nutzer installieren. Und da bin ich... Ja, genau. Also du müsstest dann... Richtig. Also du müsstest dann eben die Programme immer nur für einen Nutzer installieren. Aber wenn du halt vorher sowas nicht gemacht hast oder darauf nicht geachtet hast, weil du halt irgendwie... den bisher alleine genutzt hast, dann sind alle Programme automatisch für alle Nutzer da. Und wenn ich jetzt natürlich ein Profil erstellen würde und auf diesem Profil würde ich halt irgendein Programm installieren und das halt nur für dieses Profil erstellen, ja, dann sehe ich das halt nur in diesem Profil. Aber trotzdem sind halt alle Sachen wie heruntergeladene Bilder, Musik, alles so an privaten Kram, der ist einfach da. Das ist einfach da für alle. Das musst du alles extra irgendwie verstecken, sperren, mit Passwörtern schützen. Das ist richtig dumm. Das ist einfach richtig dumm. Keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht ist es bei Windows 11 mittlerweile anders. I don't know. Bei Windows 10 habe ich auf jeden Fall die Erfahrung gemacht und fand das einfach komplett bescheuert. Ja, weil, wie gesagt, also bei XP damals, da war das besser. Also doch einen zweiten Rechner dafür holen. Naja. Keine Ahnung, also ich nutze meinen Rechner, seien wir jetzt mal ehrlich, ich benutze meinen Rechner sowieso nur für Stream. Also ich spiele ja nicht ohne euch. Also außer meine Dailies in WUBA. Das war's. Ansonsten ist das ja eigentlich nur, dass es irgendwie anders. Und dann gucke ich vielleicht nebenbei immer YouTube, Netflix und arbeite halt an tollen Texturen für meine Charaktere. Aber ansonsten, keine Ahnung. Ja, und ich glaube, unterm Strich würde mir zumindest das nichts bringen, einen extra Rechner zu haben, nur für Stream. Weil es würde nichts an meinem Workflow ändern, sage ich jetzt mal. Ich würde genauso lange und ewig brauchen, weil der Grund, warum ich so lange brauche, nach dem Stream ist quasi in den Normalzustand zurückzukehren, ist nicht, dass ich irgendwie Schwierigkeiten mit den Programmen habe. Ich mache die zu und weg sind sie. Nein, ich beschäftige mich einfach mit Statistiken. Ich lade einen TikTok hoch von einem Clip, der aktuell gemacht wurde. Ich lade den ganzen Stream runter und lade ihn dann eben auf YouTube, das VOD halt dann hoch. Und das dauert halt alles irgendwie eine halbe Ewigkeit. Und deswegen brauche ich da immer ziemlich lange. Ja, genau. Ich muss da noch was machen. Ja, ich weiß nicht, ich hatte halt gesehen, dass du heute online warst bei WUBA Miles, aber ich war mir nicht sicher, ob heute ist oder gestern vor 4 Uhr. Also, weil es resettet sich ja um 4 Uhr morgens und dann, I don't know. Also brauchst du Angestellte. Well, technically, yes. Genau, also eigentlich brauche ich Angestellte, die sich um diesen kleinen Kram kümmern. Und auch für das Vorbereiten, das wäre auch super. Ich habe versucht, Tietz, das Twitch Integrated Throwing System zu reparieren. Ich habe es nicht geschafft. I don't know. Ich weiß nicht, was da los ist, aber ich lebe jetzt einfach damit. Ist auch okay, wenn ihr mich nicht abwerfen könnt.
Zumindest erstmal. Obwohl, gerade bei Pokémon wäre es schon cool, wenn ihr mich mit Pokébällen bewerfen könnt, aber ich habe das dumpfe Gefühl, dass Twitch oder beziehungsweise dass halt dieses Teats-Programm eben auch vermehrt Leuten hilft oder sich um den Support kümmert für Leute, die halt Affiliate sind, weil in der Regel ist es ja darauf ausgesetzt. Klar kannst du die Sachen auch mit Befehl machen, so wie ich es ja eingerichtet habe, aber eigentlich soll das ja mit Kanalpunkten funktionieren oder sogar Bits. Ja. Naja, ja, wer weiß. Ja, Miles, Initiativbewerbungen sind immer gern gesehen. Nee, kriegen wir alles schon hin. Ich mache das ja auch gerne. Also, so das vor mich hin daddeln da, das ist schon okay. So, also sie will nicht mit uns reden. Also quatschen wir sie nochmal an. Bitte, du weißt doch, dass du mir alles sagen kannst. Ich mache auch keine Witze mehr, versprochen. Well. Einverstanden, aber bleib bitte ernst. Ich habe ja schon gesagt, dass ich eine Offenbarung hatte. Das Leben in der Militärschule war hart und streng, aber abends wurde ich dafür belohnt, wenn nebenan die Schüler der Reitakademie mit ihren herrlichen Rossen ausritten. Ihre Uniformen, ihre stolze Haltung und ihre wundervollen Pferde ließen mich am Ende des Tages jedes Mal ins Schwärmen geraten. Ich konnte einen Posten in den Ställen ergattern, bei dem ich mehr über diese wundervollen und kommunikativen Tiere lernte. Nach Jahren der Abgeschiedenheit konnte ich mit diesen Kreaturen endlich eine innige Freundschaft aufbauen. Jede Stunde Arbeit im Stall war für mich ein unbeschreibliches Vergnügen. Niemand verstand mich. Niemand außer Nicolas. Holy shit, schickt mich auch in eine Militärschule. Die können Stallbursche spielen? Das ist richtig geil. Warte mal, wer ist Nicolas? Naja, wer ist Nicolas? Vielleicht ein Pony? Wir wissen es nicht. Sieh an, sobald es um Jungen geht, ist dein Interesse geweckt. Ich muss gestehen, dass du meine Neugier geweckt hast. Wer ist Nicolas? Ich würde hier lieber aufhören, denn was jetzt kommt, ist nicht sehr amüsant. Es ist vielmehr schmerzhaft für mich, weißt du? Okay. Ich brauche noch etwas Zeit. Ich verstehe das. Okay, aber lass mich bitte nicht zu lange warten. Jesus. So, wir haben ja immer nur zweimal anquatschen und hier stehen ja unsere anderen zukünftigen Opfer. Ja, aber die wollen jetzt auch alle erstmal noch nicht mit uns reden. Wir haben hier dann die Möglichkeit, Fotos reinzuballern. Und auch die Fotos sorgen dafür, dass wir Beliebtheitszuwachs bekommen. Aber wir haben noch keine Fotos irgendwie gemacht, soweit ich das sehe. Obwohl, haben wir noch keine Fotos gemacht? Well. Aber wie können wir denn tatsächlich dort ausstellen? Und es gibt dann eigentlich auch immer eine Möglichkeit, im Internet gibt es dann quasi Quests und also Aufgaben, so fotografiere ein wildes Pferd oder so und dann musst du das suchen und versuchen davon ein Fötüchchen zu machen. Ja, ich möchte bitte gehen. So, da ist schon der nächste Tag. Unsere Charakteristika sehen gut aus. Problematisch ist nur das Niveau des Pferdes. Und das bedeutet leider Gottes, dass wir es einmal pflegen sollten. Weil, naja, dann sollten wir shoppen gehen. Weil das hilft halt dann auch, unsere Beliebtheit zu steigern. Und wir sind gerade nicht so sonderlich beliebt. Und danach können wir aber auch direkt nochmal in den Gemeinschaftsraum. Und zwar nur einmal und danach gehen wir ins Zimmer und dann ist der nächste Tag. Ich hasse die Pflege, aber die ist wichtig für das Nervor. So, wir wissen, es ist gutes Wetter, also machen wir Waschen. Müssen wir sehr vorsichtig sein, dass wir nicht ins Gesicht gehen. Ist schwierig jetzt einzuschätzen, was sauber ist und was nicht, weil er halt jetzt auch diesen Grauton da mit drin hat, aber bitte wenden. Du bist ja wirklich im Spiel, wenn man
dein Model, ich meine dich, noch als spielbaren Charakter einführen. Ja, das wäre schon sehr nice. Ups, jetzt bin ich wieder rausgetappt. Ich hasse es. Ich muss da so aufpassen. Nein, das passiert so schnell. Bitte brich nicht ab, bitte brich nicht ab. Oh nein, oh nein, oh nein. Ah, oh nein. Oh Himmel, Himmel. Maus, Maus, Maus. Komm schon. Ja, ja, okay. Vorsichtig sein. Da sind wir. Da sind wir raus. Also hier. Ja, also es gibt ja auch die Möglichkeit, dass einige Mods. In einigen Mods könnte ich ja ein Unity-Modell reinballern. Und mein Model ist ja ein Unity-Model. Das heißt, theoretisch ist es möglich. Ich würde es lieben, wenn ich den Skill hätte und das Verständnis, wie genau man das macht. Ich hatte euch ja mal in einem Stream Reforged Mode vorgestellt. Der macht speziell für V-Roids Studio oder V-Roids generell einige Tutorials und unter anderem eben auch, wie man ein Spielcharakter damit erstellt. Nur ist da natürlich nicht Mods angedacht, sondern generell ein eigenes Spiel, das man damit macht. Denn bestimmt geht es auch irgendwie. Ich würde es lieben. Gothic mit meinem Charakter, das wäre so cool. Ich meine, mir ist schon klar, dass da vieles nicht funktionieren würde, was jetzt hier Texturen angeht. Die Größe, ne, also die Box quasi, die Hitbox würde nicht funktionieren und die ganzen Physics von den Haaren oder so, die würden halt nicht mitgehen. Aber das ist ja völlig egal. So, ich würde das so feiern. Wir versuchen einfach ohne den Stall auszumisten, das abzuschließen. Eventuell ist der Punkteabzug nicht so dramatisch. Das kriegen wir einfach raus. Das wäre richtig cool. Aber ja, das meine ich halt, ne? Das geht halt hier einfach, weil das einfach nur Photoshop-Dateien sind. Also die heißen anders. Also, aber die kann man halt in Photoshop öffnen und bearbeiten. Und dadurch konnte ich das eben anpassen. Und ich wünschte, es wäre bei jedem Spiel so leicht. Wobei ich auch zugeben muss, dass ich bei anderen Spielen nicht unbedingt auch so nachgeguckt habe. Das ist auch Zufall gewesen, dass ich hier mir das mal irgendwie in Abenteuer auf dem Weiterhof mal angeschaut habe. Auch nur bei dem vierten und fünften Teil. Da ist es irgendwann einfach passiert, dass ich das mal mir angeschaut habe und mir diesen Texturenordner gegönnt habe und dann wurde mir irgendwie klar, Moment mal, ich könnte, ja. Meine erste Amtshandlung war tatsächlich, einen Komet zu erstellen, also das Pferd von Melissa aus dem ersten Teil, komplett schwarz, ne? Weil die Texturen hier sind teilweise echt hübsch, aber ein schwarzes Pferd ist hier halt nicht schwarz-schwarz, ne? Also ich wäre, wenn dann schon so ein Lackschwarz haben und es sind so Kleinigkeiten, die man ändern kann und das fand ich echt nice. Das fand ich schon verdammt nice und ja, dann irgendwann kann man sich da weiter durchgraben und zum Beispiel auch die Maus, ne? Also der Mauszeiger, der ist normalerweise ja auch pink, ne? So wie alles andere habe ich halt einfach auch gelb gemacht, so. Und man findet nicht unbedingt alles, aber hier zum Beispiel die ganzen Blumen und so, die findet man. Und also ein paar Texturen. Also dadurch, dass ja hier auch wirklich alles mit einfachen Texturen sind, gemacht wurde, ist das halt eigentlich alles irgendwie anpassbar. Und die Struktur ist auch sehr sauber. Also die Art und Weise, wie sie das eingerichtet haben. Da findet man sich als Laie wahnsinnig gut und schnell zurecht. Und ja, wenn man dann halt auch direkt so diese Ergebnisse hat und das einfach sofort funktioniert. Also ich kann an der Stelle halt die Modding-Community als Ganzes wahnsinnig gut verstehen, dass man halt sagt, boah ey, wenn ich jetzt meine eigenen Texturen oder irgendwas mache, meine eigenen Figuren da irgendwie mit reinsetze, das macht mir mega Spaß, das Spiel quasi so zu verändern, dass es für mich passt.
Und auf der einen Seite würde ich mir wünschen, dass ich da tatsächlich auch mehr Skill hätte und eben auch, weiß ich nicht, zum Beispiel in Baldur's Gate sowas auch schaffen würde. Aber ja, auf der anderen Seite, da sind es halt wirklich ernsthaft 3D-Modelle. Da sind es nicht nur Texturen. Also da ist es halt irgendwie doch ein bisschen aufwendiger. Also auch was Frisuren und so angeht. Also hier ist es ja nur mal eine Textur. Ich kann maximal die Farbe verändern, ja. Aber so für den Anfang reicht's. Ich find's mega cool, ehrlich gesagt. Bei älteren Games war es oft nur mit Texturen gelöst. Ja, mittlerweile sind die meisten Texturen direkt... Genau, richtig. Das meine ich. Also, nee, es ist schon richtig mal, es stimmt, ne? Also, dadurch, dass es halt direkt eine Textur ist, du kannst es trotzdem irgendwie noch bearbeiten. Also, oft gibt's ja Games eben, die halt ja Mods unterstützen und dann eben so ein Modding-Kit dabei haben. Und in diesem Modding-Kit kann man dann eben diese speziellen Dateien entpacken und verändern. Aber das geht halt nicht immer. Beziehungsweise nicht einfach. Und eben nur mit dem Segen der Entwickler eigentlich, ne? Der ursprünglichen. So, ja. Er hat 3 Kreise gedreht, das muss ihm reichen. So, ich versuche jetzt einfach mal zu gehen und hoffe, dass wir ganz gute Punkte kriegen. Yes. Na, 6,7, oh, das ist gar nicht schlecht. Ja, seht ihr? Bäm, 100% Niveau. Das ist alles, was ich wollte. Hervorragend. Geschäft, jetzt gehen wir hart shoppen. Wir shoppen mehr Plümelein. Mehr Plümelein für den, yes. Zitronenbäumchen. So, jetzt haben wir den Laden aufgekauft. Läuft bei uns. Und dann gehen wir mal in den Nickelodeon-Laden und gucken, was der so anbietet. Wir kaufen am Ende sowieso irgendwann alles. Ich würde gerne ein paar andere Gamaschen haben, weil die weißen halt so krass in mich drin verschwinden. So, ich würde die gerne mal versuchen, die roten. Und schwarze würde ich auch gerne mal testen. Müssen wir einfach mal gucken, was am besten passt. Ja. Ja, es gibt halt wirklich ein paar echt verdammt schöne Sachen hier. Aber hier haben wir noch, ja. Mir ist so, als ob wir den goldenen Sattel schon hätten. Haben wir auch. Das ist nämlich auch interessant. Es kann sein, dass hier jetzt einige Punkte nicht korrekt sind. Also die Texturen im Shop sind zwar eigentlich die gleichen wie im Spiel dann halt selber oder am Pferd, aber trotzdem wurden sie zweimal erstellt. Wir haben, wenn ihr das vielleicht mitbekommen habt, wir haben diesen Sattel. Dieser Sattel ist jetzt eigentlich der wirklich echte Originalsattel, den man ursprünglich hätte. Also da müssen wir vielleicht ein bisschen aufpassen. Aber wir brauchen ja auch nur 30 Punkte. Ich will ja auch nicht zu viel kaufen gleich am Anfang. Ich meine, das mit dem Beliebtheitssystem ist nicht das Allerwichtigste. Aber was ich euch auch zeigen kann, wenigstens eine... Lass mich mal vorbei. Ja, klar. Hier, guck mal hier, das Blau. Ich habe immer das Blau gekauft. Das werde ich euch dann nochmal zeigen. Dafür müssen wir aber dann in unser Zimmer gehen. Mhm. Ja, jetzt möchte ich... Ja, ich bin fertig mit Shoppen. Glaube ich jedenfalls. Ja. So, wir gehen später, glaube ich, nochmal shoppen. Jetzt Gemeinschaftsraum. Jetzt hoffen wir, dass sie uns jetzt die tragische Geschichte erzählt. Von ihrem... Was? Philipp? Ich habe vergessen, wie der heißt. Also? Wer ist Nicola? Nicola, richtig. Nicola war ein Kavallerist aus der Militärschule. Er hat mir das Reiten beigebracht, während die anderen schliefen. Hm. Und er hat dabei mein Herz erobert. Sekunde. Musste der gar nicht schlafen? Er war dein Freund? Maybe. Es war Liebe auf den ersten Blick. Hm. Wir teilten unsere Leidenschaft für Pferde und das stärkte unsere Beziehung, die immer mehr an Bedeutung für mich gewann. Das ging so weit, dass ich mein eigentliches Ziel aus den Augen verlor. Ich wollte immer bei ihm sein und bat meine Eltern, der Reitakademie beitreten zu dürfen. Meine Mutter war sofort einverstanden. Sie begriff, dass meine Beziehung zu Nicola, von der ich ihr in meinen Briefen berichtet hatte, der Grund dafür war. Eine Mutter spürt so etwas. Ich will diese Jacke haben. Das ist total blöd, aber ich bin gerade die ganze Zeit überlegen, wie ich die erstellen kann.
weil die ist fantastisch. Ich finde die richtig cool. Ich hatte dieses Jahr auf der Gamescom die ganze Zeit eine Sailor Moon Jacke an. Das ist so eine Jeansjacke, die ich customized habe. Ich weiß gar nicht, ob ich darauf, ob ich dazu schon ein Foto erstellt habe auf Instagram. Sollte ich vielleicht mal machen. Das ist quasi eine normale Jeansjacke mit rosanem Fellkragen. Hinten ist eine große Sailor Moon drauf, von einem T-Shirt mit Sailor Moon, das ich mal geschenkt bekommen habe. Ich glaube sogar von dir, Miles. Und das habe ich dann quasi hinten als Rückenteil genommen. Und dann sind da ganz viele Patches drauf von den ganzen Zauberstab-Entwicklungsdingern. Also von Pluto, Neptun und Uranus, dann halt die Talismane. Und ansonsten habe ich dann auch von allen, außer von Sailor Mars, aber die müsste ich noch ranmachen. Ich habe sie noch bekommen. Und dann auch so ein paar Pins und so. Es ist ja schon ziemlich cool. Aber eine Tsuneko-Jacke wäre halt schon verdammt nice. Jetzt frage ich mich, welche Art von Reiter... Oh, Miles. Nee, alles gut. Oh, by the way, wir haben ja gestern, hast du mich ja darauf aufmerksam gemacht oder dich gefragt, was du davon halten sollst mit 69. Ich kann dich beruhigen. Ich musste das mit 69, ist vielleicht, es wird jetzt richtig peinlich, ja? Also, ich habe das mit 69 am Anfang nicht verstanden. Ich dachte, dass, okay, passt auf, ihr kennt ja Sternzeichen, ne? Also jeder von uns ist ja zum bestimmten Zeitpunkt im Jahr geboren und dann ist man halt irgendein Sternzeichen. Ob man daran glaubt oder nicht, ist jetzt irrelevant. Aber das Zeichen für Krebs sind ja quasi diese Scheren von dem Krebs und das sieht aus wie eine 69. Und ich dachte ernsthaft, dass das ein Inside-Joke ist, für Leute, die dieses Sternzeichen haben. So, dachte ich. Weil das sieht ja aus wie eine 69. Und dass die quasi so das halt immer sagen, haha, 69, so Team Krebs. Ja, und dann habe ich das mal gegoogelt. Und habe rausgekriegt, dass das gar nicht so ist. Ja. Also jetzt bin ich weitergebildet. Ich weiß jetzt, dass das kein Inside-Joke ist. Also beziehungsweise hat das nicht viel mit Sternzeichen zu tun. Ja. Aber, ja. Ist nicht schlimm, Miles. Bei mir ist es halt so, dass ich mich ein bisschen besser mit Sternzeichen auskenne. Also ich bewege mich da gerne mit, weil es tatsächlich so blöd, wie es klingt. Funktioniert es teilweise schon. Also natürlich ist nicht jeder Opfer seines Sternzeichens und dadurch weiß ich automatisch, was für ein Mensch du bist. Nein, absolut nicht. Ne? Trotzdem ist jeder ein Individuum, ganz klar. Trotzdem ist es häufiger als nicht so, dass es einigermaßen passt, was das Sternzeichen zu einem sagt. Ich schicke euch das mal als Bildchen zu Discord. Und dann versteht ihr ganz bestimmt genau, was ich meine. Bild kopieren. Und ja, das war dann schon... Ja, ich weiß nicht. Ich weiß, jetzt irgendwie fühle ich mich total dumm, dass ich das ernsthaft gedacht habe, dass das halt ein Inside-Joke von dem Sternzeichen ist, weil ja, Sternzeichen ist jetzt nicht so witzig, dass alle Leute das erstens wissen und zweitens, ja, weiß ich nicht, damit auch direkt was anfangen können. Aber ja. Naja, und Chris ist halt vom Sternzeichen Krebs. So, und deswegen dachte ich, dass er halt deswegen das mit der 69 so, so witzig findet, sag ich mal, ne? Oder das halt erwähnt. Und ja. So ist das, ne? Also, ja, es ist Inside. Also, es ist so Inside, dass jemand wie ich da echt Google für brauche, um dahinter zu kommen. Ich finde es schon interessant mit den Sternzeichen, vor allem, wenn jemand darüber redet und sich etwas damit auskennt. Damit befassen und daran glauben, tue ich nicht so wirklich. Nee, also wie gesagt, es ist ja sowieso immer so eine Sache, weil es stimmt nicht immer alles. Also, ich selber bin Sternzeichen Jungfrau und
Ich bin 100% Sternzeichen Jungfrau. Ich verhalte mich 100% genau so, wie es im Buche steht. Ich bin aber auch schon einigen Virgos, so heißt es auf Latein beziehungsweise Englisch, Virgo, also V-I-R-G-O, begegnet, die ganz anders sind, die damit gar nichts zu tun haben, wo ich mir so denke, es kann doch nicht sein. So, du bist gefälscht. So. Von daher ist es sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich sehe es zum Beispiel auch bei meinem Papa, der ist Löwe. Der verhält sich auch wie ein Löwe. Mein Bruder ist Waage und der verhält sich auch wie einer. Also man sieht es halt schon so bei einigen, aber es muss nicht immer richtig sein. Aber so als grobe Richtlinie versuche ich immer schnell, wenn ich jemanden interessant finde oder mich halt generell für jemanden interessiere, dann schaue ich halt schon als erstes nach oder versuche rauszukriegen, was für ein Sternzeichen die Person ist. Und weicht es dann so ein bisschen ab und schau, also um mich halt auch auf die Person einzustellen, weil das halt auch manchmal hilft, dass man jemanden besser verstehen kann, da ein bisschen reflektiert rangeht an solche Dinge. Exakt, Miles, das hat mein Mentor auch immer gesagt. Jungfrau ist das beste Sternzeichen, ja, wir sind hier ganz Premium. Jedes Sternzeichen ist toll, natürlich, aber wir Jungfrauen, ja, wir halten den Laden am Laufen. Mit unserem, ja, ich meine, wir sind auch nicht gut für uns selber, ne? Also wir denken zu viel, wir sind viel zu penibel und denken alles kaputt und wollen Struktur und ist schwierig. Wir haben viele Laster, aber das ist auch nämlich nicht immer so. Wir Jungfrauen kommen gut untereinander aus. Also mit anderen Jungfrauen ist perfekt. Das ist Match made in heaven. Weil wir eben gleich denken und die gleichen Werte und Wünsche haben. Und dadurch bin ich immer erleichtert, wenn ich halt zum Beispiel auch auf Arbeit, ne, wenn ich da rauskriege, okay, Kollege XY ist Sternzeichen Jungfrau, dann weiß ich, okay, die Person, da weiß ich, wie ich abliefern muss, damit es gut klappt. Während es natürlich andere Sternzeichen gibt, die da ein bisschen anders funktionieren. Aber wie gesagt, muss nicht immer für alle sein und ist aber, wie gesagt, also wenn man möchte und sich damit beschäftigt, dann kann man was da rein interpretieren, aber man muss natürlich nicht. Chris findet 69 cool, weil ich damit immer beides nennen kann. Well, yes. Ja, und ich, wie gesagt, also für mich bleibt die 69 auch einfach nur das Symbol für Cancer, für Krebs, das Sternzeichen. Ja, aber ich meine, mit dem anderen habe ich ja eh nichts zu tun, ne? Seien wir mal ehrlich. Mir ist das auch. Ich meine, ich habe, also Google hilft dir ja. Google hat mir ja erklärt, was es eigentlich ist, aber ich verstehe es nicht. Also grundsätzlich ja, aber ich glaube nicht, dass das in der Praxis tatsächlich funktioniert. Ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Meiner Erfahrung nach funktioniert das ganz bestimmt nicht. Okay, aber genug, wir müssen weitermachen. Sobald ich der Reitschule beigetreten war, wähnte ich mich am Ziel meiner Träume. Ich arbeitete hart und erzielte Ergebnisse, die weit über dem Durchschnitt lagen. Die Welt der Pferde und Nicola bestimmten mein Leben und ich kehrte nur noch selten nach Hause zurück. Meine Eltern waren traurig, dass sie mich kaum noch sahen, vor allem mein Vater, den ich fast gar nicht mehr zu Gesicht bekam. Was ist mit Skorpion? Aus dem Kopf kann ich das tatsächlich nicht sagen. Also es ist nicht so, dass ich genau weiß, welches Sternzeichen wann ist und wie die alle so zueinander stehen, aber ich habe da so ein schlaues Buch und dieses Buch ist super alt, ja, und das sagt ihr alles, was du wissen musst. Das gibt dir eine Auskunft über das Sternzeichen an sich, aufgeteilt in männlich und weiblich und dann auch, wie die alle zusammenpassen und geht sogar noch viel weiter, da ist nämlich auch noch das chinesische Horoskop mit dabei, also da kriegst du auch raus, was du in China bist. Ich bin ein Holzhund.
Und dann glaube ich auch noch das Indianische. Und also wie gesagt, wenn ich dieses Buch zu Rate gezogen habe, hat es mich nie verraten. Die Sachen, die da drin stehen, stimmen auf jeden Fall. Ich habe aber auch schon rausgekriegt, dass dieses Buch teilweise abweicht von dem, was man im Allgemeinen als, also so im Internet an sich findet. Deswegen sage ich halt immer dazu, dass dieses Buch sehr alt ist. Weshalb ich glaube, dass es richtiger ist. Weil zum Beispiel habe ich es auch ganz oft so, dass ich für einige, es gibt ja immer solche Geschenk-Items, wo du jetzt für irgendwie dein Sternzeichen was kriegen kannst. So, weiß ich nicht, einen Kalender oder einen Schlüsselanhänger, was weiß ich. Und da steht ja meistens auch immer der Zeitraum drauf für jedes Sternzeichen. Und bei meinem Sternzeichen wird's öfter mal verkackt. Und dann bin ich nämlich plötzlich keine Jungfrau mehr, sondern Löwe. Deswegen da weiß ich ganz genau, was richtig ist. Also ich weiß, dass ich definitiv Sternzeichen Jungfrau bin. Aber dass halt die Sachen von außerhalb nicht immer richtig sind. Genau, also so viel dazu. Ich will meinen Player ganz kurz laden. Ich hoffe, wir brechen nicht ab. Jesus Christ. Mein Internet ist heute halt auch mal wieder fantastisch. Einfach fantastisch. Hier aufklicken. Ja. Genau. Aber Miles, wenn du mich erinnerst, dann kann ich gerne mal für dich rauskriegen, was bei Skorpion so drin steht. Ich kann dir das gerne abfotografieren, was in dem Buch drin steht. Wenn es Unterschiede gibt, verlasse ich mich lieber auf mein Bauchgefühl und finde erstmal alles kacke und sassy. Well, yes, of course. Of course, grundsätzlich. Also Bauchgefühl ist eh immer wichtig, da sollte man sich drauf verlassen. Genau, aber man sollte logischerweise auch nicht alles glauben, was irgendwo steht, vor allem nicht im Internet. Aber dieses Buch, dieses mein Horoskopbuch ist was ganz, ganz Besonderes, ja. Genau. Das war die Zeit, als Patrick kam, um meine Leistungen zu beurteilen. Er schlug mir vor, der Accademia Fitzgeraldo beizutreten. Aber ich konnte den Gedanken nicht ertragen, von Nicola getrennt zu sein. Ich schlug sein Angebot aus. Also Patrick, den haben wir ja schon kennengelernt. Das ist ja einer der Lehrer hier, der zusammen mit Victoria, der mit den kurzen orangefarbenen Haaren diese Schule gegründet hat. Entschuldige, dass ich dich frage, aber ich verstehe immer noch nicht, was bei der ganzen Sache so schmerzhaft für dich war. Ja, Mann. Bitte lass uns später darüber sprechen. Die Tränen treten mir schon in die Augen und ich fühle mich nicht stark genug, dir diesen Teil meines Lebens zu erzählen. Okay, gut. Oh, selbstverständlich. Ich kann warten. Kann ich nicht. Du bist so nachdenklich. Willst du mir immer noch nicht erzählen, was damals passiert ist? Doch, ich werde es dir sagen. Schließlich ist es Teil meines Lebens. Sonst hätte ich dir alles andere umsonst erzählt. Meine Mutter schickte mir eines Tages einen beunruhigenden Brief. Mein Vater war von seinen Vorgesetzten verhaftet worden. Die Konflikte in den Ländern, in denen mein Vater tätig war, waren außer Kontrolle geraten und er hatte den Befehl erhalten, zu einer bewaffneten Einheit zu stoßen. Bisher hatte er das Glück gehabt, nicht kämpfen zu müssen und jetzt weigerte er sich. Das Kriegsgericht verurteilte ihn zu einer Gefängnisstrafe und untersagte ihm jeglichen Kontakt zu seiner Familie. Jo. Wie krass. Schrecklich. Ja, Mann. Ja, diese Nachricht traf mich mitten ins Herz. In diesem Moment bedauerte ich, dass wir aufgrund meines Egoismus nicht häufiger zusammen gewesen waren. Ich wollte mit Nicola in meiner kleinen Welt glücklich sein und hatte vergessen, dass es wichtigere Dinge gibt. Doch jetzt war es zu spät. Ja, aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass du ständig bei ihm sein kannst. Das hatte sie am Anfang schon erzählt, dass er einfach gehen musste und halt nicht mehr da war. Weil er halt irgendwo im Einsatz ist. Da kann sie ja jetzt auch nicht mehr Zeit mit ihm verbringen, wenn er da in irgendeinem Kriegsgebiet unterwegs ist. Also von daher, Carol, ganz entspannt. Und sie ist ja extra zur Militärschule gegangen, damit sie ihren Vater besser verstehen kann. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist der auch eher so ein Medic gewesen. Also der kümmert sich dort um die Leute, die Verletzten und so. Also er ist kein Soldat im eigentlichen Sinne, dass er halt auf die Leute schießt, ne? Ich beschloss also, alles in meinem Leben zu ändern und mich endlich für andere Menschen einzusetzen. Ich trat einer Vereinigung von Pazifisten bei und demonstrierte gegen die Armee.
Ich organisierte Treffen mit Veteranen, die schreckliche Kriegsgräuel erlebt hatten und begann Familien zu unterstützen, die im Krieg Angehörige verloren hatten. Ja, also sowas versuchst du da schon in die Fußstupfen von den Papa zu treten. Yuki, viel Spaß im Glück. Und ich sehe auch schon gerade, ne, also meine Internetverbindung ist heute schon wieder grottenschlecht. Das habe ich vorhin schon gemerkt, als ich meine Dailies gemacht habe bei Vuva. Katastrophal. Also wenn ich zwischenzeitlich verschwinden sollte, ich komme wieder, ne? Also macht euch da bitte drauf gefasst und bitte verzeiht Vodafone. Nicolas war stolz, Soldat zu sein und mit meiner Einstellung gar nicht einverstanden. Ach so, unsere Beziehung nahm ein jähes Ende, denn mein persönliches Glück hatte keine Bedeutung mehr. Ich spürte, dass ich den Menschen helfen, wieder mit ihnen sprechen und sie nun endlich verstehen konnte. Ja, stimmt. Nicolas ist ja logischerweise Soldat. Du sagtest, dass du Patricks Angebot abgelehnt hättest, der Akademie beizutreten. Deshalb verstehe ich nicht, warum du jetzt hier bist, wo du doch so beschäftigt warst. Naja, weil sie doch ja gesagt hat, oder wie? Viel später habe ich wieder an die Akademie gedacht. Das Problem mit den Pazifisten war, dass mir niemand wirklich Gehör schenken wollte. Ich verstand bald, dass alles von den Medien abhing. Um die Leute dazu zu bringen, auf mich zu hören, musste ich eine wichtige Persönlichkeit werden, Interviews geben und im Fernsehen auftreten. Ich beginne zu verstehen. Du möchtest Reitmeisterin werden, damit die Leute deine Friedensbotschaften ernst nehmen. Die Liebe zu den Pferden habe ich nie verloren und ich dachte, das sei ein gutes Mittel, mein Können in den Dienst meiner Ideale zu stellen. Das war eine ehrenwerte Idee. Ich glaube, dass dein Vater stolz auf dich sein wird, wenn er davon erfährt. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wie sie beim Militär war. Geht irgendwie nicht. Also, danke, dass du mir zugehört hast. Ja. Es hat mir sehr gut getan, darüber zu reden. Nicht alle Leute verstehen, warum ich so anders bin. Aber die Erinnerung an meinen Vater wird mich nie verlassen. Nein, der lebt ja noch, ne? Also, glaube ich. Also sie hat ja, ja, der ist halt im Einsatz, ja, aber, ne? Ja, wow. Coole Geschichte von ihr auf jeden Fall. Wenn es mal zu schlecht wird, mieten wir einfach die Kinosaal. Du stehst vor Ort auf der... Ja, klar, kein Problem. Nee, also so wie ich das plane... gesagt, ne, also ich habe ja nächstes Halbjahr jetzt noch heftig viele Prüfungen. Extrem. Da werde ich unter ziemlich hartem Druck stehen. Aber um dieselbe Zeit nächstes Jahr, da sollte sich für mich einiges ändern. Und ich plane nächstes Jahr bis zum Ende, also weiß nicht, Dezember 2025, möglichst umgezogen zu sein. Je nachdem, ne, wie schnell man eben eine Wohnung findet. Das ist ja auch immer so ein Drama hier. Aber das halt oder dann eben im Frühjahr 2026. Und dann werde ich penibel darauf achten, dass die Verbindung da eben nicht so ist wie hier. Hier ist es ja eben einfach so, weil einfach zu viele Leute, wirklich ernsthaft, ich kann das nachweisen, auf die Leitungen gelegt wurden. Weil ich weiß das, denn ich war in diesem Gebäude als allererste Mieterin. Und erst als das Gebäude Stück für Stück voller wurde mit mehreren Mietern, wurde mein Internet eben auch Stück für Stück schlechter. Und das, ich weiß halt auch, dass die alle bei Vodafone sind, weil man hier nichts anderes machen konnte. Mittlerweile könnte man auch zur Telekom wechseln, aber holy shit, so viel Geld habe ich nicht. Und weil die würden das Doppelte nehmen für die Leitung. Ich meine, ja gut, so gesehen, ich kriege ja nicht das, was ich bezahle, ne? So kann man es halt auch sehen. Aber ja, trotzdem, ne? wär's halt ziemlich heavy. Und ich habe ja auch leider mein Handy ist halt auch bei Vodafone und das hängt alles so ein bisschen zusammen mit den Verträgen. So, die ketten dich ja mit allem fest. Aber ja, dann will ich hier raus. Also, die Wohnung hier hat Vorteile, aber viel zu viele Nachteile. Und nur einer davon ist das Internet. Und dann hoffe ich einfach, dass es dann auf jeden Fall besser wird. Vor allem, weil ich halt auch weiß, dass meine Hausverwaltung eine bessere sein wird. No offense gegen die ich jetzt habe, ne? Die geben sich Mühe auf ihre eigene Art und Weise, aber die haben halt andere Prioritäten. Was ich auch verstehe. Und dann werde ich hoffentlich stabiler streamen können und Punkt 2 oder
Punkten, Schritt 2, 2,5, ist natürlich auch Schritt für Schritt einen neuen PC da irgendwie aufzubauen, dass eben auch da weniger Probleme bestehen, weil ich ja hart den CPU-Bottleneck spüre, von Tag zu Tag stärker. Aber ja, noch funktioniert's, solange wir uns ein Abenteuer auf dem Reiterhof halten. Es tut mir leid für deinen Vater. Mach dir keine Sorgen. Bleib optimistisch und blick in die Zukunft. Und vor allem, gib niemals auf. Ja. So. Dann, wo ist meine Maus? Wo ist meine Maus? Oh Gott. Da ist sie. So, jo. Ja. Hallo? Why are you no reacting? Was ist los bei dir? Hä? Oh nö, was ist denn jetzt los? Warum reagierst du nicht? Schätzelein. Maus. Okay, ich tapp mal raus. Also klicken kann ich noch. Aber das Game reagiert irgendwie gerade nicht. Jesus Christ, warum muss meine Existenz so kompliziert sein? Es ist heute aber auch, ey. Nee, hier geht aber noch nicht. Och Mensch, da muss ich das jetzt quitten, ey. Quitten. Force quit. Jesus Christ. Okay, dann bitte nochmal aufpassen an alle Headset-User. Wird laut. Wenigstens speichert er immer den Fortschritt direkt. Deswegen müssen wir jetzt eigentlich nur noch mal uns schnell durchskippen durch den Dialog mit Carol. Und dann sind wir bald wieder an Ort und Stelle. Ich muss euch sagen, ich hätte das so gerne wieder auf dem Konzert von In Extremo. Ich habe das dieses Jahr ja nicht geschafft. Die haben auch wieder eine neue CD rausgebracht. Eine neue CD, sagt man das noch so? Nee, man sagt es irgendwie anders. Hier, da seht ihr es. Drehen kann ich sie gerade nicht. Konnte ich sie nicht irgendwie drehen? Ja, hier, guckt. Ich blaue Haare. Normalerweise hat sie schwarze. Naja, so halb schwarz. Ich habe die das erste Mal. Gott, das ist laut, ey. Ich müsste schon wieder daran arbeiten, ne? Ich habe sie das erste Mal in Dresden. Habe ich die vor dann jetzt 2 Jahren. Oh Gott, 3 Jahren? Oh Gott, ich weiß nicht. Zwei Jahren, glaube ich. Vor 2 Jahren. Ich muss kurz beenden. Das ist ja übelst laut, ey. Holy shit. Also, beziehungsweise ich muss mich hier rauswindussen und den Lautstärke-Mixer öffnen und das Ding hier runterballern und Jesus Christ. Und das war schon ein Erlebnis, muss ich sagen. Okay, wie sieht's jetzt aus? Ausreichend. Gut, dann können wir jetzt einfach Zimmer, fertig. Ich muss schon wieder auf Klo, aber ich sehe es gerade noch nicht ein. Außerdem funktionieren die Turniere besser, wenn man auf Klo muss.
Ist man konzentrierter. Da, jetzt geht's schon los. Okay, ich gehe kurz auf Klo. Ihr hört euch das Tag an. Der Tag des zweiten Wettkampfes rückte näher. Dieses Mal hatten wir beschlossen, uns wie richtige Sportsfreunde zu benehmen. Kein Shopping, kein Glücksspiel, keine Geigenmusik, keine Blumenkränze, kein Radio, kein Internet. Jeder war voll auf das Training und die Verbesserung seiner Leistung konzentriert. Was mich betrifft, so kümmerte ich mich hauptsächlich darum, die Theorie zu büffeln. Und dabei konnte mich nichts aus der Ruhe bringen. Naja, außer vielleicht ein kleines Rendezvous. Hey, hört euch das an! Ihr werdet es nicht glauben! Wir verbringen viel Zeit damit, dir zuzuhören. Du lenkst uns ab. Nein, ich habe gerade eine seltsame Mail erhalten. Es geht um ein Rendezvous in der Kapelle. Unmöglich! Was ist los? Folge dem Weg zur Kapelle und entdecke im Inneren meine flammende Leidenschaft. Ah ja? Steht die Kapelle in Flammen? Ja, und ich kenne jemanden, der das Feuer sicher anfachen wird. Ob ich hingehe? Stell dir vor, vielleicht ist es einer der schmucken Franzosen, die wir heute Morgen haben ankommen sehen. Ein Franzose soll die Kirche in Brand gesetzt haben? Warum denn? Bis dann, Mädels. Das will ich sehen. Bin ich gespannt. Komm zurück! Das ist Wahnsinn! Da bin ich. Was sollen wir machen, Aurelia? Sollen wir die Feuerwehr holen? Ja. Nein, sie kann sich ganz gut selbst aus der Affäre ziehen. Ja, also es wird langsam spannend. Ich muss mich langsam zudecken, mir wird ein bisschen fristelig. So, bei mir steht einiges auf der Liste, was ich live sehen will. Momentan die Top 4 in Extremo. Miku, ja, Baby Metal, Linkin Park. Mit der neuen Sängerin. Okay, cool. Also bei In Extremo und Miku gehe ich mit. Ansonsten würde ich... Irgendwie ist die Musik immer noch übelst lauter. Ansonsten würde ich wahnsinnig gerne Poets of the Fall sehen. Bei denen mag ich alles auch einfach wahnsinnig gerne. Ansonsten Kopi Klani wäre auch mal lustig. Wenn man könnte, man würde so viel, ne? So, es scheint, als sei der Steg zur Kirche repariert worden. Oh, das trifft sich gut. Ja, mein Gott, ne? Na, dann wollen wir mal. Glaube ich richtig? Ja, doch, da vorne, ne? Also da hinten, also. Je nachdem. Ja. Strawberry Rowan, wie gesagt, also der Farbschlag von unserem Pommes hier. Auch wenn das natürlich in Wahrheit bei weitem nicht so aussieht wie hier. Welche Taste drückt man nochmal? Ah, nee, das war... ach ja. Gehört auch zu den Lieblingsfarbschlägen bei Pferden. Mag ja Apfelschimmel schon wahnsinnig gerne, aber Strawberry Rowan sieht halt wirklich so aus. Also nicht ganz so, wie halt bei Pommes. Also das ist halt dann rot. Teile vom Fell, die Mähne der Schweif sind einfach rot und dann ist ein bisschen grau dabei. Und also sieht einfach cool aus irgendwie. Gefällt mir wenig. Kopi Klani hätte auch was. Ja, das stimmt. Immerhin sind einzelne Songs seit 15 Jahren. Ja, also das, die habe ich auch irgendwann mal durch Zufall. Und dann dachte Hose ich mir so, was ist das für ein geiler Scheiß? I don't know. Es ist irgendwie, ich unter mag dem geblümten Bogen ruht das Bild, das ich von dir habe. Folge einfach den weißen Blumen. Von welchem Bogen ist hier die Rede? Keine Ahnung, aber wir folgen den weißen Blumen, meine Gute. Ja, und wie gesagt, ist mir auch letztens irgendwie aufgefallen. So früher habe ich schon irgendwie mehr Metal gehört. Und dann irgendwann hatte ich, oh Gott, wie war das? Das muss ich mal kurz überlegen. Evans Blue, glaube ich, habe ich irgendwann dann gefunden. Da wurde es schon langsam weicher. Und dann noch irgendwas in der Richtung. Und dann habe ich irgendwann Poets of the Fall gefunden. Und das ist auch einfacher Rock.
ganz sanft, sag ich mal eigentlich, ne? Also im Vergleich zum Metal logischerweise. Und mittlerweile ist es tatsächlich meine Lieblingsband. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, also die Musik hat was Fantastisches irgendwie. Und vor In Extremo, In Extremo kenne ich natürlich durch Gothic 1 logischerweise, aber davor gab es noch eine andere Band, die ähnlich funktioniert, aber ich habe komplett vergessen, wie die heißen. Aber die machen quasi auch, sag ich jetzt mal, Mittelalter-Songs, nenne ich es jetzt einfach mal. Die erzählen halt so Märchen teilweise. Ich weiß, ein Song von denen ist Herren der Winde. Mir fällt mir auch gar nicht ein. Das ist einfach super lange her, einfach über 10 Jahre schon, dass ich das letzte Mal gehört habe. Warte mal, hier lang oder da lang? Nee, müsste eigentlich hier weitergehen. Ah doch, da hinten sind noch welche. Aber mir fällt es gar nicht mehr ein. Ich habe In Extremo durch Sternhagel voll. Ja, Sternhagel voll ist auch ist so relativ neu, sag ich mal. Also die sind ja schon, wie gesagt, ne? Also Herr Manling und so, das war ja dann 2001 rum. Allerdings vor deinen Streams. Ja, yes, well, ja. also wir suchen. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Da hinten, wir sind falsch abgebogen. Holy shit. Ja, fängt ziemlich schon an. Gar nicht so einfach, aber wenigstens haben wir einmal hier keinen Timer. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was ich hier mal mit der schönen Landschaft. Ich glaube nämlich, dass ich auf meinem Handy noch ein Lieder haben sollte von der fragwürdigen Band, die mir jetzt nicht mehr einfällt. Ist auch eine deutsche Band tatsächlich. So, gucken wir mal. Im Rap-Bereich mag ich übrigens Contra K und Alligator am liebsten. Der Kater spielt mit irgendwas. Ups. Ist denn Adrenaline Mob ist auch super. Avenged Sevenfold habe ich. Sorry. Avenged Sevenfold habe ich sogar schon mal gesehen. Das war mein erstes Konzert. Und die Vorband war Disturbed. Das war ein Erlebnis, weil Disturbed mochte ich zu dem Zeitpunkt extrem gerne. Dann haben sie sich ja irgendwann aufgelöst und der Frontmann hat seine eigene Sache da gemacht, die weiß. Ist nicht so meins gewesen, aber das war richtig cool, irgendwie dann Disturbed da einmal zu sehen und dann eben auch Avenged Sevenfold, richtig cool. Dream Evil ist auch super. Genau. Fight of Light mag ich auch. Pubis Tank mag ich auch. Komm schon, da wird doch irgendwo was drin sein noch von denen, oder? Shinedown mag ich auch. Sick Puppies. Skillet. Nichts mehr davon war. Fight or Flight, hatte ich das schon erwähnt?
The Distillers, die sind auch sehr alt, das sind so 80er, 90er. Die sind auch cool. The Cranberries natürlich, ne? Ja, das ist ja komisch, ich habe echt gar nichts mehr von denen drauf. Jetzt bin ich aber mega interessiert, jetzt muss ich hier raustappen. Es tut mir leid, ich muss das rauskriegen. Das, mein innerer Monk sagt, bitte, bitte, sag der Menschheit, wie diese Band hieß. Wo ich jetzt wahrscheinlich wieder alles zusammenbrechen lasse. Ey, das fand das Game jetzt gerade gar nicht toll. Gott, Gott, Gott. Okay. Maus, existierst du noch? Ja, ich glaube, ich habe das Game jetzt gerade. Nee, da ist es noch. Jesus, warum lässt du mich hier nicht mehr raus? Du warst doch eben noch so nett zu mir. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Wenn es das Letzte ist, was ich tue, ey. So. Ja, genau. So. Kann sich nur um Minuten handeln. Das finde ich nämlich recht schnell in meinen Ordnern. Wenn mein Ordner mir angezeigt wird, das ist natürlich die Voraussetzung. Mein Ordner möchte mir aber jetzt nicht angezeigt werden. Um Gottes Willen. Ich weiß, mich stört's ja auch. Das kann nicht wahr sein. Ey, das ist doch cursed. Das ist doch einfach nur cursed hier gerade. Habe ich eine kluge Idee. Der lässt mich nicht meinen fucking Explorer öffnen. Weil der jetzt alles... Okay, I'm so sorry, but... Das ist einfach wichtiger gerade als das Spiel. Hey, manchmal habe ich echt Fragen. So, jetzt aber. Passt auf. Schandmaul. So einfach ist es. Schandmaul. Mhm. Die sind richtig cool. Richtig cool. Die könnt ihr euch gerne mal reinziehen. In nomine, ja, kann man auch mal mit rannehmen. Das zumindest auf jeden Fall das Album Das Testament. Großartig. Das habe ich als Kind so gefeiert. Nicht, weil es halt irgendwie eine Bibel oder so. Nee, ich fand die Musik einfach cool. So dieses Techno-mäßige und dann, ja, ich hab das so gefeiert als Kind. Ich hatte das so cool. Fersengold. Kenne ich tatsächlich auch nicht. So, jetzt wieder Augen zu und Ohren zu. Jetzt starten wir das Game nochmal neu. Oh. Ja, aber, ja, also müssen wir schon mal die Bildungslücke schließen auf meinem Handy? Warum habe ich kein Schandmaul auf meinem Handy? Was ist denn da schiefgelaufen? Weil ich auch sagen muss, dass ich sehr, sehr viel über Spotify höre. Obwohl ich kein Spotify Premium habe, aber dann, die haben ja auch so Dingsbumsters, hier Podcasts, die höre ich auch total gerne. Und so kam dann eins zum anderen. Ich würde dich mal auf 20%, denke ich, sollte richtig sein. So, das Game heute auch nur gemobbt, ey, durchgehend. So, bestätigen. Und skippen. Das ist halt das Schöne, man kann hier eigentlich alles... Hey, hört euch das an! Ihr werdet es nicht glauben! Außer das, I'm so sorry. Wir verbringen viel Zeit damit, dir zuzuhören. Du lenkst uns danke, ab. Miles, nein, danke. Nein, ich habe gerade eine seltsame Mail erhalten. Es geht um ein Rendezvous in der Kapelle. Unmöglich! Was ist los?
Folge dem Weg zur Kapelle und entdecke im Inneren meine flammende Leidenschaft. Ah ja? Steht die Kapelle in Flammen? Ja, und ich kenne jemanden, der das Feuer sicher anfachen wird. Ob ich hingehe? Stell dir vor, vielleicht ist es einer der schmucken Franzosen, die wir heute Morgen haben ankommen sehen. Ein Franzose soll die Kirche in Brand gesetzt haben? Warum denn? Ah, Carol, du warst so cute. Bis dann, Mädels. Das will ich sehen. Bin ich gespannt. Komm zurück! Das ist Wahnsinn! Was sollen wir machen, Aurelia? Sollen wir die Feuerwehr holen? Nein, sie kann sich ganz gut selbst aus der Affäre ziehen. Heute sind meine Snacks übrigens Mandarinen. Richtig gesund unterwegs heute. Ich habe mir heute auch eigentlich Mühe gegeben. Ich wollte mal anständig für mich kochen. Und ich habe vietnamesische Frühlingsrollen gebastelt. Anders kann man das nicht beschreiben, was ich da gezimmert habe. Im Prinzip sind die halt gefüllt mit was auch immer man möchte, ja eigentlich, ne? Aber bei mir waren es halt Glasnudeln, Aubergine, Zucchini, Schweine- und Rinderhack und dann was habe ich noch drin? Eine Karotte, ja. Zwei Eier kommen damit rein, dann halt Gewürze. Und was hatte ich da noch drin? War es das schon? Ich glaube, das war es schon, ja. Genau, und das wird dann eben alles vermengt. Und dann nimmt man Reispapier. Und da wickelt man dann die Füllung quasi rein. Reispapier ist halt anders als dieses normale, was man halt kennt, was ja dann, sag ich mal, braun ist. So ein Reispapier ist halt eigentlich durchsichtig, sobald es nass wird. Eine unter dem. Und das sollte man dann eigentlich frittieren, aber ich habe keine Fritteuse und ich habe wahnsinnig viel Angst vor heißem Öl. Weil ich mich als Kind mal richtig böse verbrannt habe. Und dadurch habe ich Schwierigkeiten, mich zu trauen, da irgendwie selbstständig was zu frittieren. Also man kann das ja auch irgendwie im Topf machen und so, ne? Dann mit Schaumkelle und was weiß ich was. Das geht schon alles, ne? Man muss halt einfach nur vorsichtig sein. Aber ich bin eben ein richtiger Schisser. Und dadurch habe ich gesagt, nee, ich mache das halt im Ofen. Es geht auch, aber es ist halt ernsthaft eine Notlösung, ne? Also es ist einfach nicht das Gleiche, weil es wird halt nicht so richtig schön knusprig und so. Und ja, keine Ahnung. Und dazu dann Reis. Es ist okay gewesen. Es war mein erster Versuch. Ich habe das halt früher mal, als ich noch Kind war, quasi mit meiner Freundin, sie ist selber Vietnamesin, bei ihrer Familie halt zusammen gemacht, ne, weil gerade dieses Einwickeln in dieses Reispapier ist halt mega zeitaufwendig und so, und ich fand es halt super lecker und hatte mich in letzter Zeit halt daran erinnert und bin rein zufällig einfach so an Reispapier gekommen und wollte das dann eben einfach mal ausprobieren und ja, nee, immer noch da lang. Und ja, es ist okay, aber es ist nicht so gut, wie ich es in Erinnerung habe. Aber das ist ja meistens so. Ja, wie gesagt, meine Kochkünste sind einfach katastrophal. Aber ja, ich hab's gemacht. Ich hab's versucht und ich bin stolz auf mich, dass ich mir mal was gekocht habe. Von ganz alleine. Normalerweise mache ich immer nur irgendwas, was schon mehr oder weniger fertig ist und was ich nur noch irgendwie warm machen muss und dann ist gut. Ja, Chris, genau. Also du kannst es halt auf jeden Fall, aber ich hatte einfach zu viel Angst, weil ich kenne mich. Ich krieg das dann bestimmt wieder hin, dass ich mich böse verbrenne. So, guck mal, da vorne ist nämlich so ein Bogen. So ein Blümchenbogen und da müssen wir hin. Wenn du das im Ofen machst, kannst du es öfters mit Öl bestreichen. Das habe ich versucht. Das hat einen ähnlichen Effekt. Ja, aber es funktioniert halt leider nicht ganz so gut. Also ich habe das wirklich versucht. Das ist eine Postkarte mit einem Bild von einem Kunstwerk. Wundervoll. Auf der Rückseite steht etwas. Nur ist es halt so, dass dieses Reispapier schwierig ist. Also es wird quasi extrem weich, sobald es halt nass ist.
extrem klebrig auch. Und das kriegst du eigentlich nur knusprig, wenn du das frittierst. Ansonsten bleibt es halt immer so ein bisschen weich. Aber es schmeckt gut. Also ich kann die auch roh essen. Ich finde das super lecker. Das klingt total blöd. Es schmeckt ja eigentlich noch fast nichts, halt Reis, ne? Aber ich mag die Teile. Der Felsen am Ende des Weges birgt eine Botschaft. Sind deine Augen scharf genug, sie zu lesen? Felsen am Ende. Eine Botschaft. Wenn du die treffen, Chris ist der Barkeeper, Koch und Alleinunterhalter. Sehe ich das richtig? Yes! Chris kümmert sich um alles und ich bin einfach nur da, um zu essen. Da steht was. Sekunde. Wie hatten wir das rausgekriegt? Da. Da muss ich das mit der Maus machen. Ich weiß nicht mehr. Das war außerhalb des Games. Mann! Ah, dieses Raustappen. Furchtbar. Ich suche eigentlich, wie man zoomt. Ich habe das leider vergessen. Man kann irgendwie zoomen. Ein Fotoapparat benutzen, um einen Hinweis heranzuzoomen. Solltest du ihn gleich fotografieren? Ja, aber... Naja, egal. Der Felsen am Ende, das zu lesen. Ja, ich weiß halt leider gerade nicht. Du hast mir noch nicht verraten, wie man zoomt. Zoom. Ja, ich will ja, aber du sagst mir ja nicht wie. Dreh dich um. Ab der weißen Blume gehe 16 Schritte entlang des... Jetzt habt ihr das nicht mitbekommen. Was für ein Bullshit. Jetzt muss ich euch das sagen. Jetzt hat er das natürlich sofort gespeichert, ne? Elendig. Okay, passt auf. Also, sie hat was aufgehoben. Ich glaube, es ist ein Ring. Ein Diamantring tatsächlich. Und sie bückt sich runter und boah, das ist... Unangenehm! Ja, das ist total schön und dann fragt sie halt einfach so in die Gegend rum so, na, wo bist du denn jetzt? Zeig dich doch. Und man sieht halt nur hinter einem Busch, wird dann kurz auf einen Fuß gezeigt und der ist gleich wieder weg, aber man, also ohne irgendwie, dass man da was sieht, also was man wiedererkennt oder so, also der hat jetzt keine Clownsschuhe an oder so, dass man sagen könnte, hey... kriege ich wieder. Den erkenne ich. Na, also, das war's. Jesus, hätte ich bloß... na gut. Aber vielleicht umso besser. Weil, dann bleibt ihr weiter im Dunkeln. Also man weiß nicht, ob es ein schmucker Franzose war oder nicht. Man weiß nur, sie hat lediglich das Geschenk erhalten. Aber der Dude hat sich nicht gezeigt. Also, so viel dazu. Genau. Aber sehr gut, Miles, by the way, immer hinzuschreiben in den Chat, wenn ich weg bin. Weil ich kriege das meistens nur durch Zufall mit, wenn ich halt mal eben zu OBS rüber gucke. Ist ja nicht so, dass OBS einmal aufschreit und sagt, halt, warten Sie, bewegen Sie sich nicht, ich verbinde mich neu. Was ich toll finden würde, by the way, aber so ist es ja nicht. Ich sehe halt immer nur, dass es mega am Schwanken ist und dann, klar, wenn ich weg bin, dann sehe ich da auch hier Reconnect, pipapo, aber halt nicht groß, ist halt nur ein kleiner Bereich und... das war's halt. Also, wie gesagt, sehr gut. RIP und dann No Connection benutzen, wenn ich weg bin. Weil dann weiß ich, dass ich nicht weitermachen darf, bis ich wieder da bin. Ja. Der Baconbaum und seine Früchte oder die Wurstwurzel. Mhm. Ich versuche es mitzuteilen, manchmal denke ich, dass es mein Internet ist. Ja, du kannst immer grundsätzlich davon ausgehen, dass es mein Internet ist und nicht deins, weil es wird zu 90% der Fall sein. Und ansonsten, ich sehe es ja dann auch. Also wenn du das hinschreibst, dann kann ich ja kurz mal rüber gelupschen und dann sehe ich ja, ob ich noch da bin oder nicht. So, jetzt haben wir schon den Samstag und wir müssen immer noch nichts machen. Wir können weiter in unserem Zimmer chillen. Ist auch super, ne? Sie arbeitet so bis Donnerstag und danach ist sie einfach in ihrem Zimmer und redet mit keinem mehr. Was man nicht vergessen darf, das sinkt dann irgendwann mit der Zeit. Ne? Hier das Niveau des Pferdes zum Beispiel, wenn man halt nichts macht mit dem Tier. Aber es ist jetzt nicht so tragisch, dass man jetzt Sorge haben sollte. Der Baconbaum, genau. Wer kennt ihn nicht?
Ich finde es übrigens auch richtig fies, dass sie hier so eine Jacke anhat, die eigentlich weiß ist und an der Seite halt dunkelgrau. Das hat sie ja nicht an. Im Original hat sie halt schon eine schwarze Lederjacke an. Und ich denke mir nur so, why? Ne? Also ich meine, ihre Frisur ist ja auch andersrum. Also, I don't know. Macht mich fertig. Aber was auch cool ist, ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, aber wenn man das Spiel startet, bevor halt im unteren Bereich dann auch steht, hier starten, laden, pipapo, es wird das ganze Game ja erstmal geladen in dem gleichen, so können wir uns mal ganz kurz angucken, ja. Ja, also wenn wir das Spiel starten, ist das ja erstmal noch nicht da, sondern halt nur dieser obere Teil. Und der ist auch mega verpixelt. So, das ist halt eine ganz andere Auflösung. Und erst, wenn das Menü wirklich fertig ist, ist es hier, sage ich mal, in HD. Finde ich total witzig. Ich weiß immer nicht, wer da die Sachen gemacht hat. Aber Lexis Numerique, falls du noch existierst, ich liebe euch. Ja. Ultra Hoodie, hallo! Ich muss meine Tonhöhe wieder rausnehmen. Die ärgern mich schon wieder. Ich weiß es ja eigentlich vorher, dass ich die rausnehmen muss, weil die irgendwann anfangen zu stören, aber sie ist dann irgendwie trotzdem nicht ein. Schon mal den veganen Bacon probiert, also das Fleischersatzprodukt, das schmeckt nicht mehr so schlecht. Ich finde grundsätzlich die Fleischersatzprodukte gar nicht schlecht. Die haben halt, also die haben halt schon ihren eigenen Geschmack irgendwo. Aber ich finde es alles überhaupt nicht schlecht, sondern meistens sogar tatsächlich besser als das Original, sage ich jetzt mal. Aber nicht, weil ich finde, dass es schmeckt wie Fleisch. Im Gegenteil, es schmeckt eben nach was Eigenem und das finde ich halt besser. Tatsächlich so, weil, weiß ich nicht, die Fleischqualität, ganz ehrlich, ey, die wird immer schlechter und schlechter und schlechter. Und ja, ich weiß nicht. Ich mag die ganzen Ersatzprodukte eigentlich ganz gerne. Ich finde, die schmecken gut. Ich wünschte nur, sie wären nicht so teuer. Wie geht's, wie steht's? Also, eigentlich, Ultra Hoodie, geht's ganz gut. Problematisch ist nur mein Internet, wie immer. Aber, und wir haben einen heimlichen Verehrer. Aber wir wissen nicht, wer es ist. Und in dem Moment, ja, als wir ein besonderes Geschenk bekommen haben, war mein Internet weg. Und nur ich habe gesehen, wer dieser Verehrer ist. Naja, was heißt gesehen? Ich habe seinen Schuh gesehen. Ihr leider nicht. Genau. Die Ergebnisse sind gut. Ihre Arbeit trägt Früchte. Machen Sie jetzt weiter so und lassen Sie nicht nach. So ein Stallpflege 3,3. So ein ja, da geht's. Ich brannte darauf, mich mit der französischen Schule zu messen. Schließlich wollten wir unsere guten Leistungen aus dem ersten Wettkampf bekräftigen. Im Nachhinein frage ich mich, ob ich nicht viel eher vor meinem heimlichen Bewunderer glänzen wollte. Offensichtlich war er Mitglied der Académie de Pain. Wenn ich ihn beeindrucken könnte, würde er sich vielleicht zu erkennen geben. Nein, ich meine uns, wir alle, beziehungsweise Flora, hier unsere Heldin, die hat einen Verehrer. So, jetzt können wir nämlich, jetzt können wir, hier können wir erstmal noch nichts, wir haben noch nichts gekauft, wir müssen mehr Dinge kaufen. Da können wir auch noch nichts, aber bei unserem Pony können wir die Gamaschen jetzt tauschen. Wir können die roten nehmen oder die schwarzen, ich muss sagen, die roten gefallen mir gut. Schmuck, hier seht ihr es, ne, also hier ist der goldene Sattel, den man eigentlich erst kaufen muss. Im Normalfall hat er nämlich so einen braunen, gutes Braun, ne, sieht nicht mehr, ach Gott, geil. Ich finde, der Kopf ist mir wahnsinnig gut gelungen, ja. Also abgesehen davon, dass ich es blöd finde, ehrlich gesagt, dass das Pferd grundsätzlich immer, ja, Zaumzeug quasi drauf hat. Also das ist ja nicht nur ein Halfter, das ist ja ernsthaft Zaumzeug mit hier, ne. Das ist das Gebiss. Aber ich habe das auch vergoldet, ja, will ich nur mal sagen. Und normalerweise haben die alle vorne so eine hässliche Blässe, die habe ich dem einfach weggenommen. Und ich habe ihm unten am Auge auch so einen unteren Lidstrich gegeben in Gold. Finde ich sehr fesch. Ja, und dann, wie gesagt, auch hier alles voller Sakura-Blüten. Und der Schweif ist ziemlich, ziemlich heftig. Also der Rotton hier ist in your face, definitiv. Aber ich finde, das ganze Design ist irgendwie in your face. Hier haben wir auch wieder schön unser Gaming for Animal 8
Satteldeckendesign. Also dafür soll, allein dafür, ja, sollten wir direkt gewinnen. Flora sucht Fauna für blumige Erlebnisse. Oh, ja, ganz genau. So ähnlich, ja, so ähnlich. Jetzt wieder hier dran. Oh Gott, oh Gott. Es geht immer so schnell und plötzlich los. Himmel, 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 Himmel. Siehst du, da fängt es schon an. Verdammte Kacke. So, und das war Steuerung, rechte Steuerung, ne? Oh Mann. Ich hasse die Dressur. Habe ich das schon mal erwähnt? Das ist so uncool. Es war bei den anderen Teilen, da war das richtig nice. Da ist man tatsächlich die Strecken geritten. Danke für das Herz. Oh. Ich trinke einen auf dich mit. Danke. Da konnte man halt die Strecken selbstständig reiten und musste dann eben die Tasten drücken für die verschiedenen Figuren. Das war schon richtig nice. Aber dieses behinderte Minigame hier ist einfach, das ist so ungeil. Ja, es macht keinen Spaß. Also, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Gefällt mir gar nicht. Und wie gesagt, wenn wir es irgendwie mal schaffen, den vierten Teil zu spielen, dann werde ich euch das zeigen und dann werdet ihr sehen, dass ich recht habe. Ich meine, an sich ist es ganz nett, dass man halt das Pferd so schön sehen kann, aber das bringt ja gar nichts, weil meine Augen sind die ganze Zeit nur oben auf die Leiste getackert. Ich sehe also davon eigentlich nichts. Ich glaube, aus dem Grund haben die auch diesen Replay-Button da, also... Ist doch echt nicht normal, echt nicht.